FIFA 16 Orakel mit Nils. Ja, hallo, jetzt mach. Köln gegen Darmstadt. Darmstadt, geh los, jetzt mach. Ja, jetzt mach, gib Gas. Nee. Ich nehm das ja. So, mal gucken, was ich hier noch retten kann. Boah, lol, was haben die denn für ein Torwart? Was? Wie soll's denn für einen? 81er, da finde ich. Ich glaube, ich habe mich falsch entschieden mit der Mannschaft. Darmstadt ist cool. So, was haben wir hier sonst noch so? Jo, ich glaube, ich lasse das so. Wie viel Zeit habe ich noch? 23 Millisekunden. Willi, damit kennt sich ja aus. Hab das Soundboard leider nicht offen, sonst hättest du ein Badumts gekriegt. Schade. Muss da jetzt echt mal Tasten für belegen. Lass. Ich bin high motivated. Echt? Oh, der ging schon mal fast rein. Oh, der ging rein. Nice. Wow, der ging ja schon mal fast. Ich spiele mit meinem linken Verteidiger. Das ist kein Wunder. Keine Kommentatoren? Ach, jetzt. Hey Nils, wir sollen mehr reden, wurde mir gesagt. Ja, habe ich auch schon gelesen. Über bestimmte Themen. Wenn erzähl mal, was du heute gemacht hast. Bin aufgestanden. Hab Fernsehen geguckt. Mich dann vom PC gesetzt. Was, du heute gar nicht arbeiten? Ja, bin krank geschrieben. Ich war auch krank heute. Was nice. Du? Ey, ich hab Kopfschmerzen. Wird's jetzt gefährlich? Kopfschmerzen auf Doom, aber so richtig. Wobei mittlerweile geht's. Gestern war schlimmer. Früher auch, als ich kleiner war. Da hat muss ich Brille tragen. Ah ja. Toll, da sollte auf jeden Fall hin. Und dann habe ich die aber nicht mehr genommen, meine Brille. Irgendwo wieselt die auch noch rum. Neben. Hängen. Oh nein, doch nicht dahin, oh, ey! Doch nicht dahin. Dann wär's eine gute Möglichkeit geworden. Hast du dich heute krank schreiben lassen oder wie war das? Ja, gestern schon. Machst du gestern denn bei der Arbeit? Nein. Ja, Elfmeter! Lol, nice. Und ich sag noch aus Spaß Elfmeter und ich krieg auch einen. Das finde ich nett. Und wie verkacke ich da jetzt eh? Wie läuft das krank? Oh nein, ja, komm schon. Ja! Blöde Bitch! Ja, gehst zum Arzt, sagst dem, was du hast, und dann sagt er, jo, bleibst für diese Woche zu Hause. Und dann schreibt er dir, was weiß ich nicht, auf, lol, was du brauchst. Du bist die ganze Woche zu Hause geblieben, weil du Kopfschmerzen hattest. Ja, 3 Tage, ne? Nicht sein Ernst. Da dachte ich, den Torwart schießt. Nein. Egal. Ah, spielst du eigentlich mit Fünferkette? Das weiß ich nicht. Hab ich auf Schnell so gelassen. Alter, mit wie vielen Leuten du da hinten die ganze Zeit stehst. Mach mal Start. Nee, Fünferkette. Wahrscheinlich. Jung wird. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Alter, wie viele Leute da schon wieder sind. Ich spreche mit Fjörke. Ich habe auch 4 Mittelfelder, aber die sind alle im zentralen Bereich, nicht offensiv oder defensiv. Da entscheidet er auf Foul. Nur am Rumruppen, ey. Kriegst du hier überhaupt noch was? Nein. Doch. Nein. Oh shit. Da weicht er der Grätsche aus. Er springt einfach drüber. Vrančić. Jung wird. Sie spielen. Alter. Marie! Den hält er super. Lol, ey. Kratzt er raus. Ich bin schon aufgesprungen zum Torjubel. Jo. Ich dachte, der ist gut. So ein Billigball? Den hätte ja selbst ich gehalten.
Macht ihr beim Volleyballturnier mit? Was ist los? Macht ihr beim Volleyballturnier mit eurer Klasse? Nein. Oh. Oh shit. Oh nein. Für so einen Quatsch haben wir überhaupt keine Zeit. Wir müssen andere Sachen machen, wie. Ja, Videos auf YouTube gucken. Die Videos auf YouTube gucken. Oh. Was machen wir denn sonst in der Schule? Außer Führerbunker TV und so eine Scheiße gucken. Im Unterricht. Ja, mit dem Lehrer. Das erste Tor ist gefallen. Oh. 25 Minuten sind schon vorbei. Wir sind jetzt eine Schülerin weniger. Warum? Die hat einfach mitten im Halbjahr und in der Woche Schule gewechselt. Weil die Stress mit unserem Klassenlehrer hatte. Nice. Die war nie da. War quasi so, ne? Achso. Wir früher hatten 2.0. Ja, okay. Aber halt ohne Grund. Der war ja irgendwie im Krankenhaus oder so die ganze Zeit. Ja, wahrscheinlich. Und die noch, come on. Ist einfach irgendwie mitten am Tag gegangen oder so. Oh, kann man machen, ne? Jetzt gibt's einen Einwurf. Einwurf, sofort ausgeführt. Guter Einsatz, er hat den Ball. Junge. Eine wichtige Situation. Kann man nicht festhalten. Ja, oh. Nicht rein. Alles klar. Der Ball wurde jo! Rennen. Oh nein! Oh du Kakao! Oh. Kann man nur so scheiße sein. Okay, Kelvin an. Das stimmt. Und holt er sich jetzt Black Ops? Wahrscheinlich nicht. Jo! Jo, ja, der ist tot. Lass dich einfach noch deutlicher fallen. Jo! Zu Tode getreten. Den mach ich rein. Komm, bitte versuch's. Boah, hier. Mit dem Torwart. 22, 15, 12. Ja, los, versuch. Wenn da reingeht, dann. Mach ich so rein. Wow, war ja fast gefährlich. Ja, und damit hat er diesen Angriff natürlich viel zu früh hergeschenkt. Den Ball holt er sich. Das war der Oh Gott. Ja! Cool, der hat den OP-Torwart raus. 81er Wertung, sag ich nur. Der Regel. Ich hab nur 69er Stürmer. Hast du? Ja. Nice, ich hab einen 75er und 80er oder so. Modeste, ja. 85er. Nee, 75er und 80er habe ich. Das ist das Modeste, wer ist der andere Stürmer? Alle also belegt. Denken Japse, glaube ich. Er hatte auf jeden Fall ordentlich Pace. Wer jetzt Modeste? Nö, der andere. Wie hat der denn geschossen? Hier. Mann, da soll der nicht hin. Renn. Mann, du bist ein netter Mensch. Du kannst schnell rennen. Ja, wer ist dir fast rausgerutscht? Nein. Heute erstmal noch eine Liga-Folge gerendert, da hat Michel auch einfach mal das Wort zweimal hintereinander ganz schnell gedroppt. Vielleicht, nö, hat man kaum mitgekriegt. Ich habe das aber in der Aufnahme sogar noch gesagt, da habe ich nur gesagt, Michel, was hast du gerade gesagt? Aber da ist irgendwie nicht mehr drauf eingegangen worden, aber hat er gesagt. 73er Stürmer habe ich. Los, weiter.
Weider, sagt er. Ja, gut, Weider. Meinetwegen. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Da versucht das von ganz weit. Oh. Danke. Wann hast du ein Tor gemacht? Warum weiß ich da gar nichts von? Wann war das denn? Das war erste Halbzeit, 20. Minute. Lol, ernsthaft? Hab ich nicht mitgekriegt. War ich dabei? Ja. Ernsthaft? Worüber haben wir da geredet? Über mehr Reden in der Aufnahme? Oder über Black Ops 3? Ich weiß es nicht mehr. Oh! Und schon ist der Ball weg. Ja, dafür, dass ich 4 Rakete und 2 Defensive habe, merke ich da nicht so viel von. Hallo! 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 Ja, das wird wieder gesehen. Ah, schön. Keine Zeit verloren. Ja, Schatze, fuck ab, du hast gerade ein Tor dazu zugecheatet, Junge. Das war einfach. Steht da auf einmal 1-0, war die ganze Zeit bis zur zweiten Halbzeit 0-0 und jetzt steht da eine 1. Wahrscheinlich. Aber ein Tor gecheatet, nice jetzt. Ohne Hacken wieder nicht gewinnen können, ne? Wieso wieder? Was? Wieso wieder nicht gewinnen können? Was? Wieso wieder nicht gewinnen können? Ohne Hacken wieder nicht gewinnen können, hast du gesagt. Ja, ohne Hacken kannst du mal wieder nicht gewinnen, ne? Ja, wieso wieder? Wann habe ich hier schon mal mit Hacken gewonnen? Ja, überall, in Black Ops die ganze Zeit, in MW2 Battles die ganze Zeit. Ja. Ach, come on, du kleiner, netter Mensch. Oh Mann, der hat jetzt schon zweimal Plom gemacht bei dem Wichser, ey. Was kann der eigentlich? Jo, rote Karte. Bist du morgen denn in der Schule oder bist du dafür auch krankgeschrieben? Nö, bis diese Woche bin ich krankgeschrieben. Heißt also morgen keine Schule. Boah, na, glaube ich, ob ich dann nur Englisch mitmache und Politik oder ob ich zu Hause sitze. Sauberes Tackling und so hat sie jetzt Ballbesitz. Wer war nicht der eine mit der Brille bei dir? Montag? Unverdient. Das war quasi jetzt schießt 1-0. Was war das jetzt für einer? Weiß nicht, welchen du meinst. Brille, schwarze Haare. Kann wahrscheinlich meinst du Laffe oder? Wie heißt der? Lasse, aber wir nennen ihn immer Laffe, weil er. Lustig? Genau! Oh Mann, ey. Hast du auch einen Spitznamen? Nö. Nennen die dich Elke oder Ego oder Eggy oder. Weiß ich nicht. No. Und da war noch ein anderer, aber ich weiß nicht mehr, wie der aussah. Ja, wahrscheinlich Alex. Oder Marlo. Marlo? Marlo, ja. Wie heißt der? Ja, so heißt der. Oh Mann, der Arme. Wird er gemobbt? Nein. Laffe. Laffe. Der ist bei CSGO Supreme, Global vom Rang. Ja, also quasi doppelt so schlecht wie ich. Genau. Aber da kannst du ja auch nur mit Cheat spielen, was andere kannst du da ja auch nicht. Ja, mit MP7 oder wie auch immer die hieß. Aber was ist das eigentlich? Der hat eine 80er Wertung, der spielt wie ein Bronzespieler, Mann. Ist so scheiße, ey. Der kann ja gar nichts. Gute Flanke! Das ist. Kommt der da noch mit der Stirn, mit dem Hinterkopf dran? Was hat er mich jetzt in der Aufnahme nochmal gesagt? Ja, das Wort, was Kelle immer sagt. Ich weiß nicht, was du willst. Ich weiß nur, dass du ein behinderter Cheater bist. Das gucke ich mir in der Aufnahme nochmal an.
Also, das ist doch bei jedem Wiederholung. So eine kurze Zusammenfassung. Nee, die gucke ich nicht an. Das kann ja auch gecheatet sein. Da sollte er so nicht genau hin, aber naja, gut, machst nix. So langsam neigt sich das Spiel dem Ende zu und angesichts des Spiels dürften wir am Ende einen klaren Sieger haben. FIFAs Kacke, Alter. Können ja nächstes Jahr Pest machen. Nee. Oh Mann, ey. Oh Gott! Das, oh Gott! Machen wir das nächste Freitagsspiel auch noch, oder? Nee. Der Ball ist kein Problem für den Torhüter. Wahrscheinlich. Heute bei Black Ops 1 einen genau mit so einer Schockladung abgeworfen, der Redium Kopf gesplasht. Das ist ja schön für dich. Der hat da sogar Punkte für gekriegt. Ah, ja. Sie lassen sich keine Zeit. Nils, ich spiele mit 10er-Kette. Nee. Super Timing, den Ball holt er sich. Gut aufgepasst, da kommt ja nicht. Ach komm, jetzt wechsel doch nicht mal den Spieler. Lehmann. Risse. Oh, das war knapp. Geht er rein? Der Abwehrspieler hat den Ball klasse gemacht. Alter. Hat er sogar einen Elfmeter gehabt. Ja, wow. Er hat das erste Tor geschossen. Super gemacht vom Torwart. Rosenthal. Ah, oh, machst du nix. Cheater, wenn. Ja! So, jetzt mach ich Spielpunkte. 25. Minute. Kann ich mich nicht dran erinnern, ist gecheatet. Bis zum nächsten Mal, haut rein.